Wir machen weiter mit Spiel Nummer 6 bei Team gegen Team. Und Spiel Nummer 6, das heißt, was ist das in der Pixel-Edition? Okay. Endlich! Dann erkläre ich mal jetzt das Spiel. Also, wir spielen Was ist das in der Pixel-Edition? Bedeutet also, wir hatten dieses Spiel schon mal, da hatten wir das aber so gemacht, dass wir Objekte hatten, aber in die sehr, sehr stark reingezoomt sind und dann sie erkennen musste. Das hat nicht so gut funktioniert, deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt. Wir machen das gleiche Spiel, also ihr müsst, ja, Sachen erkennen. Alles Mögliche kann das sein, ihr müsst Sachen erkennen. Aber diese Sachen sind verpixelt und ich verpixel, also mach die Pixel immer mehr weg, sag ich mal. Also es ist am Anfang sehr stark verpixelt und dann werden die Pixel immer weniger, dass es immer besser zu erkennen ist. Und wenn ihr das meint zu erkennen, könnt ihr Stopp sagen und wenn das richtig ist, kriegt ihr den Punkt und wenn nicht, dann nicht. Ja, dann kriegt das gegnerische Team. Achso, das Team, bevor wir anfangen, das Team aussuchen darf sich Max. Ja, ich nehme dann. Soll ich den Punktestand nochmal zeigen, oder? Nö. Also für mich nicht. Ja, ich bin Conny. Okay. Minecraft? Ja, das ist das erste Bild, was verpixelt ist. Und ja, ich fange jetzt an, das immer weiter zu entpixeln. Kannst du kurz warten? Ja. Nein, dauert zu lange, ich kann es. Okay. So, können wir anfangen? Das Bild. Ganz klar. Nee, ich wollte ein zweites Dings Chrome Discord öffnen, damit Lenny da reden kann und die andere Screen Dings sehen kann, ne? Okay, alles. Dann Runde 1 beginnt. Das Bild verpixelt. Wie viele Runden gibt's? 11. Okay. Na, besser? Ich meine, das Loading, das irritiert mich. Ist echt so. Ja, das mit dem Loading ist normal. Ja, jetzt hab ich mir fast schon gedacht. Oh, jetzt ist bei mir stehen geblieben. Bei mir auch. So. Ich mach nicht weiter. Ja, alles gut. Alles gut? Du kannst ja ein Video machen, so dafür. Stimmt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Können wir die ersten drei Stufen das nächste Mal überspringen? Es lädt bei mir auch, oder? Ich sag nicht. Alter, WTF? Also, hast du das gesagt, über was wir suchen oder so? Nee. Dabei. Stopp. Ja, Gonny? Nein. Ein Schwein. Du sagst ein Schwein. Wir entdecken es mal auf. Das Auto sieht man vorne. Ja. Das hat Lenny geschrieben. Wir sehen ein Schwein. Guck mal an. Stark, Gonny. Weil die Tendenz, ein Affe, der quer steht, ist auch gut, muss ich sagen. Ein Affe, der quer steht. Dieses Schwein auch wirklich atemberaubend. Wieso hat er geschrieben, Schwein? Fragt, sie hat den Schwein schon einfach direkt antworten, ne? Die Übertragung hängt so ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Ich sehe gerade noch nicht dieses ganze Bild, oder? Ich auch nicht. Deswegen hat auch Olli. Ja, mein Lieber, was soll ich denn jetzt machen? Das Bild wird geladen. Ich finde, wir können jetzt auch einfach abbrechen, also. Ich wieder vor. Ja, leider wurden Plakate hochgehalten. Wir machen weiter mit dem zweiten. Müssen wir erstmal die Pixel wieder ausmachen. Ja, ist halt immer noch bei uns, ne? Oder bei mir? Oh. Ja, Bild wird geladen. Bild wird geladen. Jetzt! Ich sag mir ernst, du bist. Das ist dasselbe Bild. Das ist dasselbe Bild. Schwein! Ich schalte jetzt. Das war eine Antwort. Ich schalte jetzt auf das zweite Bild, okay? Also, okay. Hä? Achso. Blaubeeren. Boah, Bonnie. Jetzt hab ich's verstanden. Und es hängt. Oh. Ja, jetzt ist es da. Jetzt hängt es bei mir wieder. Oh. Leo, denkst du wirklich? Stopp! Nee. Conny. Oh nein, das ist ein Stiefel. Stiefel ist deine Antwort. Ja, Regenstiefel. Ich decke es mal auf, wenn es klappt hier. Wir sehen Gummistiefel, aber ich würde das gelten lassen. Stiefel, ja. Gummistiefel. Okay, es sind ja indirekt Stiefel. Ja. Da kommt der Bonus. Wenn ich dir gesagt habe, wäre es auch richtig. Ich fand es ein Tier, wenn es weiß, aber okay.
Ja, okay. Objekt. Ja, ist halt so. Es kommt. Leo, dann machen wir das bei dir nächstes Mal nicht mehr so. Bild 3. Warum ist auch nichts? Leo, brauchst du was nicht? Das ist gut. Ah ja, das Bild kenne ich. Schon Picasso, ne? Wenn man jetzt grün sagt, stimmt es? Nein. Blöd. Kann ich denken, was ist aber, ich denke zu künstlerisch gerade, glaube ich. Ja, ich doch. Stopp. Conny. Das ist eine Tafel. Ah, yo. In dem Klassenzimmer. Ja. Guck mal, da ist Tafel leid. Als wäre das eine Tür von einem Eingang gewesen und das wäre so Lichteinstrahlen gewesen. Was ist ein Durchmarsch? Tafel bleibt, okay. Stark, Conny, stark. 3:0, wir machen weiter mit dem vierten Bild. Frage, spielen wir nicht zu viert? Ich dachte gerade, dass wir viel zu viert spielen. Ja, alleine. Oh, nee, Max ist mitgehangen in dem Team. Du hast auch noch nicht mehr geschissen bekommen als ich, Leo, also. Ja. Wenn gar nichts da wäre, ne? Ja. Ihr seht schon, dass es weitergeht, oder? Mhm. Ja. Wir können natürlich auch ein bisschen noch diskutieren. Ja. Jetzt hängt's bei mir. Stopp! Conny war schneller. Echt? Tomaten. Ja. Tomaten, sagst du? Ja. Guck mal nach. Pink Cocktail. Das sind Tomaten. 4:0. Alnofa muss der Videobeweis halt im Nachhinein nochmal angreifen, aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass Conny wirklich schneller war. Ja, ich glaube ehrlich gesagt. Also, wow. Also eine Millisekunde aber auch wirklich nur. Ja, ja, okay. Ja, das ist das nächste Bild übrigens schon. Ja. Alter. Bild Nummer 5. Ich fange mal an so ein bisschen. Ja. Ja, fang. Okay. Stopp! Ja? Eine Konsole, reicht das? Genauer bitte. PlayStation. Wollte ich auch gerade sagen. PlayStation sagst du? Ja, ist richtig. PS4. Ja. Das ist richtig. Scheiße. Damit der Siehst du, Max? Ist aber ein Part, der trifft. Der Ehrentreffer. Wir machen weiter mit dem 6. Bild. 11. Also wenn wir 6 haben, haben wir gewonnen. Ja. Ich finde es aber mega schwierig für mich. Aber ich finde es auch nicht einfach. Stopp. Leo. Tischtennis. Scheiße. Tischtennis, sagst du? Jo. Der Pfleger von Tischtennis. Mhm. Richtig. 2:4. Weiter geht's mit Bild Nummer 7. Stopp. Ja. Discord-Logo. Ja. Ich wollte auch schon am Anfang für das haben. Guck mal an, das stimmt ja. 5:2. Das war aber auch für Nils. Ja, das war, aber du hattest auch die gleiche Chance zu erkennen. Ja. Das kennt ihr nicht. Weil ich hatte das Risiko zu failen und zu kommen. Gratispunkt und Golli hat schon so viel Fußpunkt, dass er es machen kann. Ja, das ist natürlich ein psychologischer Vorteil, den sich Golli davor erspielt hat. Haben wir uns erarbeitet, ja. Ich finde es unkorrekt. Inkorrekt. Ich wollte gerade noch laut sagen, sieht aus wie ein Discord-Logo. Stopp! Ja. Oh, Freiheitsstatue. Sagst du, okay. Guck mal nach. Richtig. Was? 3. Bam! 3:4. Ja. Aber das zu schnell. Also, wenn man es natürlich weiß, was es ist, dann erkennt man es so schnell. Aber ich wusste es ja nicht. Da hätte ja alles kommen können. Und du wusstest sofort, okay. Ich habe ein bisschen gegambelt auch. Also, das ist 2 gegen 1, ne? Okay, es sieht jetzt so aus, dass wenn das gute Team von Gonny und Max einen Punkt holt, haben sie gewonnen. Gonny, ich zähle auf dich. Boah, ich wollte doch etwas sagen, dass David ist. Ja, bitte warten. Ja, super. Oh. Stopp! Ja? Das ist Ted. Oder zumindest ein Teddybär, aber ich denke mal, es ist Ted. Okay. Das ist ein Teddybär. Das ist jetzt nicht unbedingt Ted, aber das ist ein Teddybär. Das ist nicht Ted, er hat Ted gesagt. Er hat Ted gesagt. Er hat aber danach gesagt, das ist auf jeden Fall ein Teddybär. Nein. Ich kann doch auch sagen, Baseball auch sagt, oh, das ist Tischtennis. Nee, das ist so komplett anders. Du hast ja gesagt, das ist Tischtennis. Ja, aber Ted ist aber, das ist der bei, ja. In den Film. Das ist ja über den Film. Richtiger, das ist ja ein Mensch. Ja, das ist auf jeden Fall ein Teddybär. Und es knurrt. Also, wenn ich sage Eiffelturm und dann sagst du, ah nee, das ist ein normales Turm. Ja, aber ich wusste ja, dass es ein Teddybär ist.
Ja, hat er, auch, damit. Hat er gesagt und damit zählt der Punkt. Ja, okay. Wir können von mir, ganz im Ernst, wenn ihr so meckert, wir können gerne auch weiterspielen, dann können wir mal gucken, ob ihr überhaupt das nächste errät. Oder die nächsten zwei. Wenn ihr da erst eh nicht errät, dann habt ihr eh verloren. Gib ihm den Punkt, wenn es okay muss. Okay, wollt ihr die nächsten zwei trotzdem noch sehen? Ja. Okay. Mal gucken, ob ihr überhaupt noch eins errät, weil sonst bringt's euch nichts. Hey, ich hab keinen Bock mehr, Ja. Lädt bei mir. Besser? Ich hab schon eine Ahnung schon wieder. Stopp, einfach Sphinx. Die Sphinx, okay. Damit hättet ihr jetzt eh verloren, weil es ein Löwe ist und nicht die Sphinx. Ja, ich meine den Löwe. Ich meine der Löwe. Sphinx, Löwe, das Gleiche. Sphinx. Gehören beide zu Katzen. Sorte Katzen. Ja. Und dann noch ein letztes Bild. Okay. Mir tut sich nichts. Ja, stopp. Lenny. Sieht aus, als wird eine Klopapierrolle auf einem Podest stehen. Einfach. Ja. Reicht das? Wir gucken mal nach, ob es reicht. Boah, so viel schärfer wird das gar nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Man kann es nicht so ganz gut, glaube ich, erkennen. Aber es ist eine Klopapier. Ich am Ende gewonnen. Damit hält es. Ja, das mit der Tomate war ziemlich lächerlich. Ne? Also, das war doof einfach. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Damit gewinnen Gonio und Max das Spiel. Was, Max gewinnt auch? Ja, Max. Max hat den Teampartner ausgesucht. Hat er doch gut gemacht im Nachhinein. Ja, gut, Teampartner zu wählen. Gonny kriegt einen Punkt. Maxi und Gon. Maxi und Gonny. So, damit sieht es so aus, dass Lenny 4 Punkte hat. Gonny hat 4 Punkte. Max hat 3 Punkte und Leo hat auch 3 Punkte. Jetzt kommen wir gleich zum letzten Spiel, aber das seht ihr erst morgen auf YouTube. Also, bis dann. 5.